Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 4. Wir sind immer noch in den Donnerkopf-Gipfeln und haben unseren Weg endlich zu den Schaufeln gefunden, die wir jetzt nach ein bisschen Öl fragen wollten. Mal gucken, ob sie uns das geben oder ob sie eher so sagen, nee, oder ob sie eine Gegenleistung wollen. Mal gucken. Wir gucken jetzt einfach so. Und zwar befinden sich die Schaufler irgendwo da in die Richtung. Also hier sind sie schon überall, aber unser Sternchen ist hier oben. Haben wir auch direkt noch eine Sehenswürdigkeit mitgenommen. Sehr gut. Map Completion wird einfach dieses Mal. Kommandeur, hey, die ja. Ölbehälter sind mit gebrandmarkten Kristallen versiegelt. Und selbst wenn es nicht so wäre, scheint Varia nur wenig Neigung zum Teilen zu zeigen. Wir haben die Hälfte unserer Leute an den Brand verloren. Unsere Ausrüstung auch. Und jetzt verlangt ihr das bisschen Öl, das uns noch bleibt? Ja, wir wollen doch das gleiche, Varia. Einen Kralkatorik weniger auf der Welt. Ich könnte die gebrandmarkten Kristalle von euren Behältern und eurer Ausrüstung entfernen. Würde euch das etwas großzügiger stimmen? Schon möglich. Okay. Dann wissen wir ja, was unsere nächste Aufgabe ist, und zwar die Kristalle entfernen. Wie denn? Wie hast du dir das vorgestellt, Skoxi? Mit resonierter Entladung. Okay. Gut. Dann entlad dich mal. Ach so, Skill, den wir von Aurin gelernt haben. Wunderbärchen. Und da hinten haben wir noch ein Kristall. Die beiden, ne? Das reicht. Perfekt. So, und drehen und kawemsti bamsti. Die Pumpe ist auch blockiert. Ach Gott. Na, wäre ja auch zu einfach gewesen. Die Pumpe, das Ding da oben. Das dicke hier. Na gut. Sehen und staunen sie. Das hat nicht so geklappt. Noch. Oh, Aurin! Sie ist auf unserer Seite. Dankeschön. Dankeschön, Mäuschen. Ja, danke, so gut Aurin. Gemacht. Aber Kralkatoriks Aufmerksamkeit brauchen wir jetzt noch nicht. Könntest du vielleicht wieder unter die Erde gehen und mal für mich nach Taimi schauen? Oh ja, unbedingt nach Taimi schauen. Dankeschön, Ori. Nun, Varia, so. Wie sieht's aus? Ihr habt Wort gehalten. Ich werde euch geben, was wir erübrigen können. Wenn eure Freunde unsere Ausrüstung wieder zum Laufen bringen, gibt es mehr. Wir werden dafür sorgen, dass die Schmiedemeisterin das Öl bekommt. Kommandeur, wenn ihr Öl habt, brauchen wir eine neue Waffengussform. Schmiedemeisterin Helena sagt, die alte sei zerbrochen. Toll. Sie schlägt vor, dass wir mit den Zwergen sprechen. Roban ist da, aber er ist nur ein Kopf. Daher, hier ist Ogden. Was? Was soll ich? Hallo? Ogden, wir brauchen eine neue Gussform zum Schmieden der Waffen. Irgendwelche Ideen? Da wäre Frodak Stahlstern. Bin ihm nie begegnet, aber der Drachenblutspeer war sein ganzer Stolz. Klingt, als wäre er der richtige Zwerg. Wo kann ich ihn finden? Nun, er ist tot. Aber das hat euch ja noch nie aufgehalten. Nö. Vielleicht findet sich ein Hinweis in seinem Grabmal. Seht mal nach und macht Notizen für mich. Alles klar. Gut, dann suchen wir mal das Grab des alten Zwerges. Ach du Heilige, da oben. Seht ihr die Sternchen auf der Minikarte? Da eskaliert gerade alles. Wo müssen wir denn hin? Da. Okay. In ein noch nicht erforschtes Gebiet, aber zum Glück haben wir da oben eine Wegmarke. Dann gucken wir doch mal. Hier wieder rein und dann den anderen Ausgang nehmen. Und hier ist auch gerade ein Event. Naja, aber da wollen wir nicht hin. Wir gehen hier in den Keller. Zwergenkatakomben entdeckt. Okay. Sieht sehr stabil aus. Ich bin gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Hatte schon mal, glaube ich, bessere Zeiten.
Vorsichtig, mein kleiner Schakal. Vorsichtig. Ja, hier ist auch alles zerbrochen und kaputt und... Naja. So. Da haben wir doch jemanden. Guten Tag. Ich höre dich da drin rumoren. Pfoten weg von meinem Zeug. Verzeihung. Wisst ihr, wo ich das Grabmal von Frodak Stahlstern finde? Ihr habt es gefunden. Was wollt ihr? Ich suche nach einer Gussform. Ich muss ein paar Waffen schmieden, um Kralkatorik zu besiegen. Ach ja? Was ist denn aus dem ersten Speer geworden, den wir gemacht hatten, hm? Ja, richtig. Ihr habt ihn zerbrochen. Ja, ganz recht. Ich weiß, wer ihr seid. Worte sprechen sich herum, Geister tratschen. Viel kann man ja sonst nicht tun in den Nebeln. Ihr wisst schon, ihr wisst das. Oh ja. Also, könnt ihr mir helfen? Was könnte ich, wenn ich in das eigene verdammte Körper reinkäme? Das verdammte Kuffling ist da drin und ruiniert alles. Ich kann dich hören! Wollt ihr damit sagen, da drin ist noch eine Gussform, die ich mitnehmen kann? Verwettet eure Drachentöterstiefel drauf! Hier, nehmt diese Platte. Ihr braucht sie, um reinzukommen. Jetzt gibt's Ärger, Freundchen! Alles klar, können wir mit dir noch reden? Übrigens gibt es in diesen Ruinen auch sonst noch einen Haufen Nützliches. Aber auch einen Haufen versperrter Tore. Und ein paar von den Geistern hier sind echte Idioten. Verschieben ständig die verdammten Platten. Gut zu wissen. Alles klar. Nehmen wir die Platte mal mit. Leg die Platte auf die Teleporter. Hier haben wir nämlich jetzt so ein lustiges kleines Rätselchen. So. Einmal hier öffnen. Achso, teleportieren, ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Gut, jetzt sind wir hier in dieser Grabkammer. Er sagte, pass auf, hier kreucht und fleucht was rum. Ramponierter Sarkophag. Das ist bestimmt wieder eine Spinne, wenn ich mir das hier so angucke. So, dann gucken wir mal, ob wir was finden. Nee, es ist keine Spinne. Auch gut. Es ist ein Gruftling. Nein, lass das mal mit deinen komischen Feldern. Auf die habe ich so gar keine Lust. Bah, und was soll denn das? Verschwindet der einfach im Boden und lässt seine Kinder kämpfen? Unglaublich. So, aber die haben auch keine Chance gegen uns. Machen wir einfach platt. Easy. So, jetzt ist bestimmt Mutti gleich ganz sauer. Hi. Habe ich deine Kinder putte gemacht? Oh, es tut mir aber leid. Nein, 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 habe ich gesagt. Felder unter meinem Popo sind unerwünscht. Haben Sie das verstanden? Okay, ich hab den eher besiegt, als ich die CC-Bar runter habe. Aber gut. Gut. Haben wir geschafft. Was kriegen wir denn hier? Eventbelohnung. Ach, das war ein Event. Okay. Gib her. Kehrt zurück zur Schmiede. Damit sind wir hier schon durch. Sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie man in diese anderen Kammern reinkam, wenn ich ehrlich bin. Da brauchte man auch irgendwelche Teleporterplatten. Aber hatte ich die nicht? Oder auch nicht. Irgendwie funktionierte das. Man kam auch hier hoch. Da waren dann auch noch solche Räume. Ich glaube, da oben ist... Versuch, das gute Stück nicht zu zerbrechen. Ja, ja. Ich glaube, oben waren genau hier auch noch Räume. Wo
kommen wir aber jetzt aktuell nicht rein. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Es war ein Rätsel. Okay, ich glaube, hier kommen wir mit dem Schakal nicht weit. Wir müssen mal das Häschen. Ah, Häschen. Ich und Häschen, ne? So. Hüpfen wir mal einmal bis nach ganz oben. Wie gesagt, ich meine, da oben wäre noch eine Sehenswürdigkeit. Oder auch nicht. Ah, nicht. Güte, ey, dieser Hase. Nee, jetzt ist das... Doch, hier oben ist irgendwas. Da ist aber weiter unten was. Und wo geht dieser Weg hin? Ach, zu dem Punkt, den ich da gerade... Okay. Okay. Aber wir gehen mal reingucken. Ich weiß nicht mehr, was das hier war. Stimmt, irgendwas, wo man schnell sterben kann. Geht's hier weiter? Nee. Aber auf dem... Aber hier ist noch irgendwas. Da oben. Kommen wir da mit dem Häschen hoch? Die Welt da draußen ist kalt und grausam. Glaubt mir das. Ah. Dort wollt ihr noch gar nicht hin. Doch, ich will mal gucken hier. Darunter. Okay, wir sind drin. Perfekt. Rekal kommen lasse ich mal. Irgendwas? Nee. Hab ein bisschen Angst. Noch einen Gruftling erledigen, ehe ihr geht? Sie sind wie Kaninchen. Unerbittlich. Und fruchtbar. Nee, danke. Hier ist aber nichts irgendwie an Schätzen, was wir ergattern können, ne? Nee. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter, ne? Upsi. Auch nix. Wo kommen wir hier hin? Okay, kriegen wir das hin, Häschen? Und ich? Ja. Weil wir gerade von Kaninchen sprechen. Ja. Was denn? Ich muss da jetzt mit dem Kaninchen irgendwie hoch, ne? Okay, hat funktioniert. Darüber. Okay, also ohne Häschen ist man hier dezent aufgeschmissen. So, wunderbar. Das hat auch schon mal funktioniert. Das schaffen wir doch. Okay, da auf die Plattform. Ja. Und hab ich geboostert. Ich habe hier so einiges ein- und ausgehen sehen. Schaufler, Diebe, Touristen. Aber ihr seid in Ordnung. Cool, danke schön. Okay. Ich erwarte noch einen fetten Kampf hier irgendwo, bei dem wir dann einfach krepieren. So, schaffen wir es darüber? Nein. Ganz toll. Da leuchtet was in der Wand. Ist das einfach nur Deko? Ja. Okay, hier ist sonst auch nichts. Jetzt müssen wir darüber. Weil da könnten wir auch ganz easy einfach mal den Raptor nehmen. Oder auch nicht. Nice. Aua.
Bleiben wir halt einfach mal auf dem Häschen. Ein Schneetrüffel. Den hätte ich gern. Wie schön. Probier nochmal Raptor. Kann ja nicht sein, dass ich da nicht rüberkomme. So. Okay. Hier brauche ich aber auf jeden Fall wieder Häschen. Hui. Wir haben es nicht mehr weit. Weiß nicht, was uns hier noch erwartet. Oha. Das wird ja jetzt was. Ja, wir müssen erstmal dahin. Upsi. So. Oh, das war knapp. Dann dahin. Ja, wunderbar. Ich von hier schon da hoch? Ich glaube ja nicht. Ah. Könnten wir schaffen. Ja, perfekt. Okay, oben. Oben angekommen. Weiter geht's. Das ist eine Zwergentruhe. Sonst noch was? Nee, ne? Oder geht's ganz schön tief runter? Und da oben ist noch irgendwas. Und da... Ja. Oben. Nicht da hoch? Müssen wir hier durch? Sieht besser aus als unten durch, ne? Ja, nehmen wir einfach mal den Weg, würde ich sagen. Und wenn ihr so entschlossen seid, davonzulaufen, werde ich euch nicht aufhalten. Irgendwann müsst ihr sowieso zurückkommen. All die Schätze hier werden nicht von selbst weniger. Gute Schädlingsbekämpfer sind rar. Aber was für Schätze? Bisher habe ich eine Truhe gefunden und... Ja, da war jetzt eben noch eine, aber... Pff. Ja gut, ne? Wo sind wir denn jetzt? Okay, fast an dem Beherrschungspunkt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich nur irgendwie hier hochkommen. Ach, da lang. Okay, ich sehe es. Kommen wir hier hoch? Irgendwie da oben auf dem Weg. Komm schon. Ja, ja, nein, ja, komm, Hase. Nein, nein, na. Okay, nochmal. Ganz in Ruhe. Häschen, das schaffen wir. Hüpf mal so weit nach vorne, wie du kannst. Und dann... Was bleibst du denn da hängen? Blödes Vieh. Man doch schaffen. Ihm bleibt doch wenigstens da oben irgendwo sitzen. Ich hasse das Häschen. Guck mal, der bleibt. Ah, doch, da bleibt er sitzen. Okay, okay, ja. Schafft. Perfekt. Da ist der Beherrschungspunkt. Hier. Durch das Erreichen dieses Ortes in den Donnerkopfgipfeln habt ihr unter Beweis gestellt, dass ihr das Reisen durch Berge meisterlich beherrscht. Sehr schön, cool. Der fehlte mir nämlich noch. Sehr schön. Okay, haben wir die Katakomben hier hinter uns gelassen, aber ich schätze, habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, ne? Und den Punkt haben wir jetzt ganz ausgelassen, aber egal, den müssen wir uns dann bei der Map-Completion halt nochmal irgendwie besorgen. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Hier unten. Okay, wir müssen natürlich zurück zur Schmiede. Nehmen wir doch einfach mal
den kürzesten Weg. Die Wegmarke. Warum nicht? Wenn wir es schon freigespielt haben, warum nicht? Ah. Gut. Wo genau müssen wir damit hin? Also gut. Wir haben Öl und wir haben eine Gussform. Dann seid ihr bereit, die erste Waffe zu schmieden. Wer redet mit mir? Bringt die Gussform zu den Abschreckbecken. Wo sind die Abschreckbecken? Hier. Okay. Gussform platzieren. Gut. Der Sephiritenchor, den ihr hört, wird den Kristall auf der richtigen Frequenz vibrieren lassen. Okay. Wenn ihr und die Nachkommen die Kristallresonanz freisetzt, kann das Rohmaterial geschmiedet werden. Letztes Mal haben wir eine Scherbe von Kral Katoriks Körper verwendet. Diesmal werden wir gebrandmarkte Scherben von Drachendienern nehmen. Okay. Gut. Bittet Aurin, den Kristall zu zerlegen. Aurin? Häuschen? Oha. Aurin, du bist dran. Genau wie bei den Prüfungen. Sehr schön, sie kommt. Ihr seht eine Andeutung dessen, was herauskommen wird. Im Moment ist es nur eine Form, ein Rohling. Doch er trägt das Versprechen von Schönheit in sich. Beinahe fertig. Macht euch bereit, die Waffe abzuschrecken. Okay. Jetzt schreckt sie im Becken ab. Muss ich hier ziehen? Ich muss hier ziehen. Eine gute Waffe. Glins Schmiede würdig. Freut mich, dass sie euch gefällt. Nun probiert sie an den Gebrandmarkten aus. Ich sorge dafür, dass mehr auf euch warten, wenn ihr wiederkommt. Okay, sehr schön. Die Schmiede funktioniert. Wir haben unsere ersten Drachenblutspeere hergestellt. Die können wir jetzt wunderbar auf die Gegner schleudern. Das hatten wir ja, glaube ich, hatten wir schon mal getestet, ne, im Laufe der Geschichte. Und jetzt, da wir eine neue Gussform haben, können die Leute hier noch mehr von den Speeren herstellen für den Kampf gegen Kral Katorik. Es wird ernst, Leute. Es wird langsam ernst, aber das sehen wir dann erst ab der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir dann mal unsere Speere testen, ob sie denn auch so funktionieren, wie sie sollen. Und dann gehen wir in die Massenproduktion. Und dann heißt es, einen Drachen töten. Und dann haben wir die lebendige Welt Staffel 4 fast durch. Das wird gut. Ich freue mich darauf. Ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr rutscht sanft heute Nacht. Und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Bis dahin. Tschüsselü.